Ich bin gewillt, für diese Reise noch zwei Heiltränke zu kaufen. Jetzt gucken wir aber erstmal, ob wir was mit dem Schreiben hier unten beim Warenhaus anfangen können. Oder ob das Schreiben komplett wertlos ist. In Ordnung. Nee, ich kann nur nach Neuigkeiten und so weiter fragen. In Okay. Ordnung. Das heißt, ich gebe Rodgar jetzt. Bescheid wegen der Karawane und dann können wir aufbrechen. Nee, halt, ich wollte noch in den Tempel zwei Heiltränke kaufen. Zur Sicherheit für Sylastra und Hagrim jeweils einen. Einverstanden. Eure Reise hat euch wieder zu diesem Tempel geführt. Was wollt ihr? Es steht euch frei, Fragen zu stellen, Reisender. Ich verspreche jedoch keine Antworten. So, zwei Heiltränke, bitte. Dankeschön. Formeln und so brauchen wir nicht. Etwas mehr Vorsicht als Nachsicht. Es soll geschehen. So, und jetzt mit Hotgar reden. Es soll geschehen. Ah, gut, ihr seid wieder da. Was gibt es für Neuigkeiten über die Karawane aus Cardinival? Ich habe diese Karawane schon gesehen, kurz vor der Stadt. Sah aus, als wäre sie von einer Weile von Orks überfallen worden. Ich bin den Spuren der Orks in eine nachgelegene Höhle gefolgt und habe ihnen das Gemetzel heimgezahlt. Die vorrätige Karawane sind sicher in der Höhle untergebracht. Merkwürdig. Gewöhnlich sind Orks nicht so dreist, eine Karawane so nah bei einer Stadt anzugreifen. Ich frage mich, ob es am nahenden Winter liegt oder ob mehr dahinter steckt. Ja, euer Tagebuch wurde aktualisiert. Wir haben die Karawane gefunden, die auf dem Weg von Caer Dilmain nach Osthaven überfallen worden war. Als wir zu Hrothgar zurückkehrten, um ihm zu berichten, was wir entdeckt hatten und wie es uns gelungen war, den Schlupfwinkel der Orkräuber ausfindig zu machen, schien der kräftige Krieger leicht besorgt über den Angriff der Orks, waren wir uns froh zu wissen, dass die Vorräte noch gerettet werden konnten. Auf jeden Fall können wir dank eurer Hilfe immerhin die Vorräte noch retten. Ihr habt euch als äußerst tüchtig erwiesen. Ich bin froh, dass ihr euch entschlossen habt, mit uns nach Kuldahar zu ziehen. Danke, wann brechen Wir wir haben auf? noch einige Vorbereitungen zu treffen, bevor wir nach Kuldahar aufbrechen können. Nehmt diese Vorratsliste und geht zu Pommabs Warenhaus am anderen Ende der Stadt. Ja, wir haben die vermissten Vorräte der Karawane für Hrothgar Dort könnt gefunden. ihr euch auch gleich mit allem ausstatten, was ihr meint zu brauchen. Kommt wieder, wenn ihr fertig gepackt habt und bereit zum Aufbruch seid. Ist gut, ich bin bald wieder da. Und Kann ich helfen? Stufenaufstieg für unsere Klerikerin. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich danach gerastet. Ja. Die Gruppe hat einen Gegenstand gewonnen. Vorratsliste. Die Expedition nach Kuldahar steht kurz vor dem Aufbruch. Rodgar hat uns aufgetragen, dem Händler Pombe eine Vorratsliste zu überbringen. Er schlug vor, dass wir die letzten Reisevorbereitungen treffen und wieder bei ihm vorspringen, wenn wir abreisebereit sind. Also ja, die Vorratsliste ist hier. Tagebuch. Hat sich soweit. Oh, das ist jetzt bei erledigt, die Sachen. Die vermisste Karawane. Das haben wir gerade vorgelesen gehabt. Die Fische haben wir auch. Und das ist mit der Expedition, ja. So, Stufenaufstieg für unsere Priesterin, was praktisch ist. Wir haben schon
auch bald einen Stufenaufstieg für unseren Zwerg. So, hier tut sich nichts. Können wir nichts vergeben. Ergebnisse des Aufstiegs. Priesterzauber des ersten Grades, ein zusätzlicher. 10 Trefferpunkte, ein Sagenkunde. Das ist gut. Was nehmen wir denn? Leichte Wunden verursachen. Nein, nicht wirklich. Oh, ich hätte ihren Skill übrigens nutzen können gegen den Ork. Schutz vor dem Bösen, Rüstung des Glaubens. Furchtbaren brauchen wir auch noch nicht so früh. Dann nehmen wir lieber noch mal einen Heilzauber. Ja, einen kleinen Stein, den er werfen kann. Verderben. Minus 2 auf alle Würfe für das Ziel. Hä? Heiligtum ist immer lustig, aber... Ein durch diesen Zauber geschützter Priester kann zum Beispiel Wunden heilen oder den Zauber Segen auf sich selbst sprechen. Er kann keine Zauber auf andere Wesen anwenden, ohne den Zauber zu brechen. Nö, das brauchen wir nicht unbedingt. Also lieber noch mal eine Heilung. Und schön, dass die angeordnet werden. Dein Befehl. In Ordnung. So. Weiter. Das heißt, ab zum Pommab. Die ärgern immer noch das arme Eichhörnchen, die Kinder. Pommabs Laden war hier oben. Ja, da haben wir hier in Osthafen schon einiges machen können. Einverstanden. Ihr schon wieder. Warum müsst ihr mich dauernd belästigen? Ich habe viel zu tun und nicht viel Zeit, mich mit Leuten wie euch abzugeben. Ich bin gekommen, um die Vorratsliste von Hortka abzugeben. Also gut, gebt her. Jetzt macht euch auf den Weg. Die Expedition startet bald. Es wäre ein Jammer, wenn sie ohne euch losginge. Ihr habt Pommab die Vorratsliste übergeben. Was auch immer, Pommab lebt wohl. Und Hagrim hat einen Stufenaufstieg. Ja, ETW um 1 reduziert. Ist schon mal praktisch. 15 Trefferpunkte. Und Sagenkunde. Wofür auch immer Zwerge Sagenkunde brauchen. Ja, sofort. Weiter. Okay. Das heißt, die brauchen auch nicht mehr lange. Echt schade, dass sie es nicht so gemacht haben, dass die mit der wenigsten Erfahrungspunkte... Es soll geschehen. ...mehr kriegen. Weil so hinken gerade die unteren immer hinterher. Da seid ihr ja. Es ist alles bereit. Die anderen versammeln sich in dieser Minute. Seid ihr auch zum Aufbruch bereit? Ja, wir sind bereit. Lasst uns aufbrechen. Und damit kommen wir in eine Cutscene. Und so kam es, dass diese zusammengewürfelte Söldnerschar, begleitet von einer Gruppe von Fremden, Osthafen verließ, um dem Dorf Kuldahar zu Hilfe zu eilen. Weiter zogen sie über die windige Tundra des Tals, über die Bergausläufer des Grats der Welt und hinauf zu den steilen und gefährlichen Pfaden des Kuldahar-Passes. Begierig, das Böse, das den Pass bedrohte, ausfindig zu machen, hatten sie nicht damit gerechnet, dass es sie zuerst finden würde. Oberhalb des Passes lauerte in den Felsen eine Horde von Frostriesen in einem Hinterhalt. Mit mächtigen Fels- und Schneebrocken gelang es den Riesen, eine Schneelawine zu entfesseln, die die Bergwand herunterdonnerte und auf die ahnungslose Expedition einstürzte. Diejenigen, die das Glück hatten, die Lawine zu überleben, versuchten sich aus dem Berg von Schnee und Leichen zu befreien, der jetzt den Rückweg nach Osthafen versperrte. Zerschunden und entmutigt durch den Verlust ihrer Kameraden, hatten sie keine andere Wahl, als allein die Reise nach Kuldahar fortzusetzen. Ja, so schnell kann's passieren.
Ja, eure Karte wurde aktualisiert. Einsiedler, gnädige Götter, ihr könnt von Glück sagen, dass ihr noch am Leben seid. Ist alles in Ordnung mit euch? Irgendetwas gebrochen? Wir scheinen noch ganz zu sein. Wer seid ihr? Nein, mit uns ist nicht alles in Ordnung. Der halbe verdammte Berg ist gerade auf unsere Expedition gestürzt. Uns geht es gut, danke. Wir sollten wohl weiterziehen. Lebt wohl. Wir scheinen noch ganz zu sein. Wer seid ihr? Ich bin nur ein alter Mann, der die Einsamkeit dieser Berge in dem geschäftigen Dorfleben vorzieht. Ich sage euch, ich lebe seit Jahren an diesem Pass und ich habe ja noch nie etwas gesehen, wie das, was eben geschehen ist. Ihr habt die Lawine gesehen? Ja, ich habe alles gesehen. Ich schlief gerade in meiner Höhle da drüben, als ich spürte, wie der Boden zu zittern anfing und ich lautes Grollen hörte. Ich bin gerade noch rechtzeitig herausgelaufen, um sehen zu können, wie die Lawine herunterkam. Es war gut, dass ihr weitergelaufen seid, anstatt wie die anderen zurück in den Pass. Arme Tropfe, eins ist sicher, ich grabe ihre Leichen nicht aus. Auf ein anständiges Begräbnis werden sie warten müssen, bis der Schnee weggetaut ist. Eure Sorge um unsere gefallenen Kameraden rührt uns. Kennt ihr zufällig den Weg nach Kuldaha? Kuldaha, warum wollt ihr dieses armselige kleine Kaff? Da gibt es nichts außer einen großen Baum und ein paar Hütten. Ein Schandfleck, wenn ihr mich fragt. Es wurde berichtet, dass Kulda mit irgendwelchen Problemen zu kämpfen hat. Wir sind gekommen, um zu helfen. Hört zu, wir haben nur nach dem Weg gefragt, also könnt ihr uns helfen oder nicht? Wenn ich es mir überlege, wir finden den Weg schon selbst. Lebt wohl. Nehmen wir die erste. Ein sinnloses Unterfangen. Ihr macht euch besser Sorgen um uns, euch selbst und lasst diese Dörfler ihre Probleme allein lösen. Wir wissen euren Rat zu schätzen und kennt ihr den Weg oder nicht? Ich denke, es schadet nicht, wenn ich euch die Richtung weise. Folgt diesem Pfad nach Osten durch das Tal. Kulda liegt gleich hinter der alten Mühle. Aber ihr hättet gut daran, wachsam zu sein. Zwischen hier und dem Dorf gibt es überall Goblins, dreckige kleine Mistviecher. Seit die Dörfler ihre Höfe verlassen haben, rennen sie in diesem ganzen Tal herum, als ob es ihnen gehören würde. Danke für eure Hilfe. Lebt wohl. Ja, der nördliche Pass wurde durch eine Lawine vollkommen verschüttet. Der Weg zurück nach Osthafen liegt nun unter einer dicken Schneemasse begraben. Einverstanden! Ja, wenn wir auf die Weltkarte gucken. Jo. Ist Kuldaha noch nicht erreichbar? Wir sind am Kuldaha-Pass. Also Kuldaha ist hier der Baum. Und es gibt noch viel hier unten im Kuldaha-Tal zu erkunden, so wie das aussieht. Also hier oben irgendwo war Osthafen. Wobei ich jetzt sagen muss, was ich mich frage, warum dieses Spiel Icewind Dale heißt, war eigentlich das Icewind-Tal ist da hinten. Osthafen war im Icewind-Tal. Wir sind jetzt gerade durch den Grat der Welt ins Kuldaha-Tal, aber ich glaube, Kuldaha-Dale klingt ein bisschen komisch. Ja. Also soweit ich es richtig noch verstanden habe, ist das Kuldaha-Tal ein eigenes Tal durch den Grat der Welt abgeschnitten vom Icewind-Tal. Könnte mich aber auch gerade irren. Ich weiß auf jeden Fall, Kuldaha gehört nicht zu den 10 Städten, so wie Osthafen. Also ja, es sind 10 Städte. Es gibt im Icewind-Tal, kleine Geografiekunde noch kurz, 3 Seen. Und um jeden der 3 Seen gibt es 3 Städte. Mit Brünnschander als 10. als Hauptstadt der 10 Städte so gesehen. Als größte Stadt, die auch gleichzeitig der Umschlagplatz des Icewind-Tals ist. Also meistens kommen die Händler erst nach Brünnschander, um dann in die anderen Gebiete, in die anderen Städte zu ziehen. Oder bleiben dort und die Händler aus den anderen Städten kommen dorthin. Ich kenne ein paar dieser Städte noch beim Namen. Also Targos, kann ich mal vorwegnehmen, spielt in Icewind Dale 2 eine wichtige Rolle. Dann gibt es noch Einsamwald, Brünnschander, wie gesagt, Osthafen, Kaer Dinneval und so weiter. Also alle kenne ich jetzt nicht, muss ich zugeben. Gut, okay, gehen wir mal ins Tagebuch. Wir haben einen seltsamen Einsiedler im Tal am Anfang des Kuldaha-Passes getroffen. Er behauptete, gesehen zu haben, wie der Rest der Expedition aus Osthafen von der Lawine, die
uns auch beinahe erwischt, getötet wurde. Er erklärte uns widerwillig, dass Kunda im Osten des Tals liege, direkt nach einer alten Mühle. Und ja, das hier ist etwas größer. Und es schneit sogar auf der Übersichtskarte ein bisschen. Okay, ich würde aber sagen, es ist mal wieder Zeit zu speichern. Deswegen ist das jetzt LP, großes P, 002. Speichern, wir sind immer noch im Prolog. Aber machen jetzt erstmal einen Cut. Also, bis gleich.